Die Flüchtlinge kommen lange Wege, haben lange Wege gehabt, viele Probleme, traumatische Störungen, Depressionen, Angststörungen etc. Wir versuchen sie zu stabilisieren, gehen auf ihre Bedürfnisse ein, hören ihnen zu, schaffen die nötigen Kontakte, vernetzen sie, vermitteln sie an Stellen, in Krisensituationen, ins BKH, ins Krankenhaus, mit Ärzten, mit Psychiatern, Psychotherapeuten, Verbindungen. Wir koordinieren, wir arbeiten zwar quasi wie eine Taskforce für die Leute. Das ist einfach eine Versorgungslücke. Ne? Also die Menschen hätten theoretisch schon den Zugang zu unserem Gesundheitssystem, aber sie finden den Zugang nicht. Der ist nicht niedrigschwellig, sondern das ist viel zu hoch, die Schwelle. Ne? Und dann kann es halt sein, dass die in der Unterkunft sitzen und sich das alles ja chronifiziert, dass sich Menschen versuchen umzubringen, weil einfach niemand da ist. Vor uns gab es dann die Ehrenamtlichen, die waren da schon immer ganz nah mit dran, die haben da gute Arbeit geleistet, aber auch für die wurde es dann irgendwann zu viel. Ne? Und die haben auch versucht, die Leute weiter zu vermitteln, die zum Arzt zu schicken. Ja, und wenn man dann bei Therapeuten eine Wartezeit von 8 Monaten hat, 8 Monaten, wenn es einem gerade richtig schlecht geht, oder man geht in die Klinik ein paar Wochen und hat dann trotzdem erst in 8 Monaten einen Folgetermin. Also ich finde, ich bin ein bisschen Bergarbeiterin. Ich buddel mit den Leuten bis dahin, wo es dann wieder auch was glänzt und schön ist, durch den ganzen Schlamassel mal durch, dahin, wo auch mal was Schönes war. Eine Blume, ein Ananassaft oder ein Glücksmoment. Da kommt vielleicht dieses Sozialarbeiterische bei uns in der Arbeit mit rein, dass wir eben nicht nur mit dem Fall arbeiten, mit dieser Erkrankung, mit der psychiatrischen Diagnose, sondern da kommt auch dieses Drumherum mit rein. Bei psychischen Problematiken ist es auch wichtig, dieses Netzwerk aufzubauen, auch für den Menschen, dass er einfach Anschluss hat an verschiedene Bereiche. Einfach mal in einen Fußballverein mit integrieren, das ist schon ein großer Erfolg. Und dann merken die Menschen auch, oh, da ist eine tolle Dynamik, da ist eine schöne Anbindung, da bin ich wieder irgendwo mehr Persönlichkeit, mehr Mensch, wenn ich in dem Fußballverein bin, weil dann werde ich geachtet. Wenn Leute in der Flüchtlingsunterkunft sind, dann haben die meistens einen sehr, sehr kleinen Wirkungskreis. Da sitzen sie in der Flüchtlingsunterkunft mit sehr vielen Menschen in einem Raum und da geht auch ein bisschen von der Persönlichkeit verloren, habe ich das Gefühl. Da sind die einfach da, ein Flüchtling. Und wenn sie dann rauskommen und in den sozialen Kontext mit eingebunden werden, dann können die Leute wieder Mensch sein, dann können die wieder aufblühen, dann merken die selber, ich habe noch irgendwo Kräfte, die ich lange verschüttet hatte. Zum einen haben wir oft so Inselangebote. Das heißt, wir haben unterschiedliche Institutionen, die für Geflüchtete was anbieten, Unterstützungsleistungen anbieten, die aber teilweise nicht miteinander vernetzt sind. Also die voneinander nicht wissen, sondern die sich oder schon wissen, aber sich nicht als eine Funktion sehen, die Geflüchteten weiter zu vermitteln an andere Institutionen, sondern sagen, wir bieten das an und das machen wir mit unseren Klienten, also so eine Vernetzung. Und der andere Teil ist, in den wenigsten Regionen gibt es Angebote, die speziell auf psychische Gesundheit von Geflüchteten ausgerichtet sind. Und ich denke, das ist ein ganz spezifischer Baustein, den TAF in die jeweiligen Regionen einbringt, also diesen sehr starken Vernetzungscharakter. Wenn viele Dinge schon da sind, brauchen wir nichts Neues von TAF, sondern dann ist es eher so, dass wir, daher auch der Name vor Ort, Kontakt- und Koordinierungsstelle, dass wir eher bei Klientinnen, die besondere psychologische, psychotherapeutische Unterstützung brauchen, dass wir da die Hilfe organisieren, koordinieren und das eben durchaus mit den einzelnen Akteuren, die schon vor Ort sind. Und dann aber auch schauen, wo sind zum Beispiel Lücken im System. Also es kann sein, Sprach- und Kulturmittler gibt es noch keine, dass wir dann da einen Pool aufbauen. Oder das kann sein, es gibt lokal keine Therapeutinnen und Therapeuten, die letztlich eine Therapie gewährleisten können. Dann sind die Klienten bei uns, also sind die an den lokalen Kontakt- und Koordinierungsstellen angebunden. Das ist die Anlaufstelle. Das sind, wenn man unsere Zahlen so anschaut, sind das rund die Hälfte der Klienten, die gehen nirgendwo anders hin, sondern die bleiben bei uns an der Kontakt- und Koordinierungsstelle angebunden. TAF ist ein Projekt der Diakonie Bayern. Das gesamte Projekt wird gefördert von der Evangelischen Kirche in Bayern. Und
ohne diese Förderung wird es das Projekt auch nicht geben. Also es ist ja nur auf Bayern tatsächlich bezogen, weil es ja ein Projekt der Diakonie Bayern, also des Diakonischen Werks Bayern ist. Und auch da haben wir schon noch, sage ich mal, so ein bisschen weiße oder blinde Flecken, was eben halt auch davon abhängt oder damit zu tun hat, dass wir halt immer versuchen, auch dann einen Standort zu finden, wo wir sagen, da passen die Bedingungen ganz gut. Da haben wir auch Leute, die da Spaß haben mitzuarbeiten und die da wirklich auch was bewegen wollen. Also das ist schon immer eigentlich eine sehr wichtige Voraussetzung auch. TAF ist wirklich eine Stelle, die viel möglich macht, die Sachen möglich macht, die es sonst nicht, die es nicht geben könnte. Sei es jetzt wirklich in diesen hochdramatischen Situationen, wo man sagt, man bereitet die Leute gut vor, schon mal auf eine Klinikeinweisung, dass es in der Klinik einfach gut helfen kann. Früher gab es da sehr viele Klienten, die haben gependelt. Denen ging es schlecht, dann sind sie wieder in die Klinik, dann ging es ihnen wieder schlecht, dann ging es wieder in die Klinik. Und sowas kann man unterbrechen. Das hilft den Menschen, das hilft aber auch dem Hilfesystem, dass das effektiver sein kann. Und das, glaube ich, ist so eine gute Qualität von TAF, vieles zu ermöglichen. Menschlich, aber auch in der Hilfe im diagnostischen und psychiatrischen Bereich. Also es kommen schon andere Themen. Also es ist eine große Bandbreite. Also wobei es Themen sind, wo ich denke, einfach furchtbar. Da war ich dann so dankbar über das TAF-Projekt, dass es super oder Intervisionen gibt. Also beispielsweise, also ich hatte dann ganz am Anfang, habe ich mindestens, also von 10 afghanischen Patienten, die ich hatte, sind, und zwar Männer, sind 7 vergewaltigt worden. Und zwar, das sind Themen, wo man nicht drüber spricht und wo auch in Therapien sehr versteckt erstmal angedeutet wird und dann aber, wenn ein bisschen mehr Vertrauen da ist, wo dann eben sowas erzählt wird. Oder dass dann junge Männer, die auf der Flucht waren und nur so 14 waren, dass die dann als sogenannte Tanzjungen benutzt wurden. Das heißt so, die werden als Mädchen angezogen und werden dann, also in so einer Karawanserei, reihum, werden die dann vergewaltigt. Und das kann man nicht sprechen. Und ich finde es auch ganz, ganz schwierig. Ich habe vorhin, also ich habe zwar schon Erfahrung mit sexuellem Missbrauch bei Mädchen, also hier in Deutschland, sowas kommt ja nicht selten vor, aber wie ich mit muslimischen, afghanischen Männern darüber spreche oder denen helfen kann, also das fand ich dann schon mal, das ist eine ganz andere Nummer. Ja, man versucht es schon dann hier zu lassen. Also dadurch ist es halt ganz wichtig, dass man Supervision macht und die Intervision mit den anderen Kollegen. Also wir machen immer regelmäßig unser TAF-Team, wo wir uns austauschen. Und das ist schon sehr wichtig, weil man kann die Themen nicht mit nach Hause nehmen und zu Hause besprechen. Das geht einfach nicht. Ja. Das sind schon manchmal sehr heftige Themen. Und vor allem, wenn Kinder betroffen sind, ist es manchmal schwierig, wenn Bombenanschläge in Afghanistan, wenn man die Geschichten dann hört, das ist schon was einem nahe geht und dass man dann am besten hier lässt und nicht mit nach Hause nimmt. Ja. Gelingt natürlich nicht immer, aber Supervision ist auf jeden Fall sehr hilfreich und der Austausch mit den Kollegen. Ja. Das Wichtigste ist, glaube ich, Raum und Zeit zu geben den Menschen. Das ist schon mal das große Angebot und das wirkt auch therapeutisch, weil es nicht selbstverständlich ist, dass sie diese Ruhe und den Raum haben, ohne dass jemand groß was von ihnen will, den sie selber bestimmen können, aber ich bin verlässlich da, ich bin immer um die gleiche Uhrzeit da, ich höre zu, ich versuche eine Vertrauensebene zu bauen. Es ist eine völlige Bereicherung, es ist ein kleiner Zugang auf ganz andere Welten, Einblick in ganz andere Kulturen. Ich finde, ich verstehe auch viel häufiger, wenn ich auch politisch lese oder so, was so alles angedacht ist und so. Also ich finde einfach so, ja, ich blicke viel mehr durch in vielen Sachen und es ist viel bunter. TAF hat eine Lücke geschlossen, indem sie neue Kooperation ermöglicht hat. Ich bin wieder bei dem Begriff Ermöglichung. Wir haben Kommunikation und Öffnungen ermöglicht. Der Bedarf ist gegeben und wir würden gerne in weitere Landkreise gehen und das Projekt auch ausbauen. Aber das hängt eben an den Ressourcen, die es vor Ort schon gibt, der Infrastruktur, die es vor Ort gibt und langfristig auch an einer stabilen Finanzierung, wie das halt so ist. Das Geilste wäre eigentlich, wenn es uns nicht mehr bräuchte.